Wie ist es eigentlich, kein Zuhause mehr zu haben? Bei einer kleinen Pause von unserer Camperweltreise versuchen wir uns noch von unseren letzten Dingen zu trennen. Eins steht nämlich fest, unsere Pläne sind fix. Dies ist nämlich nicht nur eine Weltreise, sondern die Suche nach einem Zuhause. Ganz woanders auf dieser Welt. Und ganz so einfach ist diese 180-Grad-Wendung bei der Umsetzung dann doch irgendwie nicht ganz. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Wir haben nämlich eben gerade noch mal telefoniert beim Amt. Wir müssen nämlich auch so ein paar Dinge beim Amt erledigen. Und das Problem ist, wir hatten einen Termin verpasst, weil Damian die argentinische Zeit reingegeben hat und wir dementsprechend dann 4 Stunden zu spät waren. Passiert. War trotzdem eine realistische Uhrzeit. Und jetzt haben wir noch mal ganz kurzfristig einen Termin bekommen. Die hat gesagt, okay, wenn ihr in 10 Minuten hier seid und da wir 15 Minuten entfernt sind, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oh, da steht ein Defi. Ja, kriegen wir hin. Ja, heute ist so ein Tag der Entscheidung irgendwie. Irgendwie haben wir innerhalb von ein paar Stunden echt so viel in unserem Leben verändert. Nichts Relevantes, aber irgendwie so. Es war schon so alles anders, Dinge. Aber jetzt ist halt papierlich jetzt alles so offiziell. Spannend. Ab und zu denkt man so voll die komplizierten Sachen und bereitet so vieles vor. Dann ist so ein 5-Minuten-Termin. Dann seid ihr beim Hochzeit. Man sagt ja beim Hochzeiten. Beim Heirat. Man sagt dann ja und dann ist es so. Dann ist vorbei. Ich finde das Gefühl spannend, so aufregend. Ich finde es sauer aufregend. Von einem Termin zum nächsten. Eigentlich ist kein Termin mehr. Jetzt ist eigentlich ein Kaffee-Date. Ist ein Kaffee-Date? Es ist ein kurzes Kaffee-Date, aber danach geht es weiter. Dann haben wir noch einen Call. Das, genau. Aber jetzt sind wir auf der Baustelle von meinen Eltern. Die bauen seit einem Jahr ungefähr. Sind schon mega, mega weit. Und da unterstützt David auch immer mal wieder. Genau. Also wenn ich mal auch auf Instagram oder Co. gesagt habe, ich bin auf einer Baustelle und helfe da aus, dann war es eigentlich immer, weil ich auf der Baustelle von meinen Eltern war, was gemacht habe. Und Sophia auch. Sophia hat die ganze Bodenheizung verlegt hier drin. Naja, ich hatte auch echt wieder einen Krampf. Wir haben es ja damals auch schon gemacht. Und es war super, super spannend und die haben uns ja damals auch voll viel geholfen. Und, richtig, deswegen genau. Macht es einfach Spaß, macht es Freude. Gucken wir jetzt erstmal hier vorbei und damit kriegen wir ein Käffchen, danach müssen wir weiter zu einem Call. So ist es, los geht's. Kaffee. Kaffee, ich mag dir schöne Kaffee. Mit einem geschickten Kaffeemaschine. Wow, für mich nicht, ich trinke ja keinen Kaffee. Sophia, danke für das Brötchen von Monika. Den 20 Dingen, die wir gefühlt heute schon gemacht haben. Also die Energie kommt jetzt so langsam wieder. Wir haben vorhin gefrühstückt, jetzt ist aber Mittagsessenszeit. Ich habe so verdammt viel Hunger. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so viel Stress hat, dann vergisst man leider auch oftmals, sich gesund zu ernähren, weil man vielleicht nicht die richtigen Alternativen kennt. Aber ich möchte euch an dieser Stelle Löwenanteil vorstellen. Wir haben hier ganz viele verschiedene Dinge bestellt. Wir haben das letzte Mal das Erdnusscurry schon gegessen, das war richtig gut. Dann haben wir Sesam-Chunks gegessen. Hier sind auch zum Beispiel noch Tikka Masala Chunks und heute mache ich Kichererbsen-Curry nicht. Genau, ich mache das Linsendal warm. Diese Portion hier reicht für Damian und für mich in Kombination noch mit Reis. Das werde ich euch gleich zeigen, wie es aussieht. Was wir beide halt einfach mega cool finden an Löwenanteil, es schmeckt richtig, richtig gut. Es hat keine Farbstoffe, es hat keine künstlichen Aromen, keinen Zuckerzusatz und ist auch einfach ohne Konservierungsstoffe. Also von daher echt mega praktisch, mega lecker und richtig gut und eine sehr, sehr große Empfehlung. Es gibt noch bis zum 9.04. 15% Rabatt mit unserem Code, so da sind wir. Danach gibt es dann 10% Rabatt. Aber deswegen empfehle ich euch auch der allererste Link unten in der Infobox. Schaut da direkt vorbei und ja, probiert sie einfach für euch. Für uns war das jetzt echt die optimale Lösung. Und ich denke, wir werden jetzt auch noch zum Skiurlaub was mitnehmen und dann später auch noch mal mit in die Schweiz mitnehmen. Und? Der nächste Termin. Nächster Termin. Gott, oh Gott, oh Gott, heute. Hallo. Tut mir leid, einmal habe ich nichts mehr gehört. Ich war da doof beendet. Das ist saulecker. Action ist saulecker. Heute ist Action. Heute ist Action. Action. Was machen wir morgen? Morgen erstmal wieder zum Amt. Ich glaube, ihr fragt euch einfach mal, was machen wir einmal beim Amt hier hinterher? Was machen wir hinterher beim Amt? Ich gehe erstmal zum Amt und dann später Garage ausräumen. Ja, das wollten wir schon heute machen. Und dann dürfen wir auch noch Estelle Mar shooten. Und dann haben wir jetzt das Hintergrundpapier, hast du vorhin aufgetrieben, ne? Das ist schon mal gut. Mhm. Also gibt es wieder einen pinken Hintergrund. Mhm. Und ich habe alle mitgenommen. Das ist gut, dass du alle mitgenommen hast. Das müssen wir noch shooten und dann müssen wir so langsam unsere Skisachen vorbereiten. Dafür müssen wir die Garage sauber machen, die Garage, die Skisachen sind hinten. Ja, das haben wir wahrscheinlich extra so gemacht, damit wir nicht drüber rumkommen, ne?
Boah, das ist so etwas, wo wir denken, boah, unser Zukunfts-Ich wird uns dafür dankbar sein. Hm. Bis man in der Zukunft ist und merkt, boah, ich bin einfach nicht dankbar dafür. So viel Chaos hinterlassen. Shit. Ich dachte, wir haben letztes Mal Ordnung gemacht, wo wir drin waren. Aber es sieht irgendwie schlimmer aus als davor. Nicht gut, ne? Kleine Planänderung. Also, wir wollten ja eigentlich hier die Garage komplett nochmal ausmisten. Da wir jetzt allerdings schon einen Skitrip mit Freunden fix gemacht hatten und die Zeit jetzt so ein bisschen rennt und wir auch noch Estelle mal shooten müssen und, machen wir es jetzt doch so, dass wir jetzt erstmal hier das Wichtigste machen. Das heißt, dass wir Kleidung haben, Ski-Equipment und da hier sozusagen kein Chaos hinterlassen und alles irgendwie so sortieren, dass wenn wir wiederkommen, die Vorbereitung geschafft ist und wir dann zügiger voranschreiten können. Genau, deswegen erstmal entspannt mit Freunden Skitrip machen, eine tolle Zeit verbringen, danach noch ein paar Termine in der Schweiz erledigen und dann geht's dann wieder hierher und müssen wir da halt durch. Dafür sind wir da. Also keine Beschwerden, dafür sind wir hergekommen. Scheiße, irgendwann ein alter wird noch eine Kratkemaschine. Das ist einfach so ein schöner Chaos-Ausbau. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir sind an die Skisachen dran gekommen. Es ist schon unglaublich, wie viel es immer noch ist. Wir wundern uns, dass wir doch so viel eingelagert haben. Wir haben eigentlich schon vieles aussortiert, verschenkt, verkauft, aber es ist doch noch total viel und das meiste merken wir, brauchen wir auch einfach auch gar nicht. Deswegen werden wir vieles nochmal aussortieren, nochmal nachfragen, wer etwas gebrauchen könnte, einiges verkaufen, weil es ist unglaublich. Aber wir haben in Defi aktuell alles super kompakt, klein, aber in dem Sinne wirklich, wie ich einfach gesagt hatte, alles. Es reicht uns komplett, was da drin ist, auch in dem kleinen Format. Es ist schon heftig, außer hier, Kites. Kites, ganz wichtig, das fehlt uns. Mein Fahrrad-Equipment. Wir haben hier noch unsere Kanus und Subs, also das, was uns ermöglicht, unsere Sportarten auszuüben. Das fehlt uns tatsächlich. Aber ansonsten ist das hier alles eigentlich Sachen, die wir nicht benötigen. Ist schon irgendwie ein krasses Gefühl irgendwie auch, wenn man merkt, man denkt, man braucht es, aber man braucht es eigentlich gar nicht. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht habt ihr auch so Dinge, wo ihr denkt, das braucht man oder wollen uns irgendwo hinräumen, weil es zu schade ist, wegzutun. Ja, einfach verkaufen, verschenken. Irgendwo, es gibt sicherlich irgendwo Leute, die sowas brauchen, aber ich glaube, es ist einfach alles viel zu schade, um einfach nur jahrelang zu lagern. Und das werden wir jetzt auch machen. Da werden wir auch nochmal ein gutes Stück Ordnung machen, gucken, was wir wirklich brauchen und was nicht. Und wie ist die Laune? Laune ist im Keller. Ich habe so Kopfschmerzen, wie ich wirklich schon seit Jahren nicht mehr hatte. In Kombination mit Übelkeit und alles, aber ich würde jetzt von dem, was ich weiß, was Migräne ist, sagen, dass es nicht Migräne ist, weil ich bin noch nicht so ganz lichtempfindlich. Aber trotzdem geht es mir irgendwann nicht so besonnen. Aber ich finde, wir sind trotzdem sehr gut weitergekommen, oder? Ja. Wollen wir uns das kurz anschauen? Ja. Wir haben jetzt alles hier ordentlich einsortiert, so dass sah das vorher nicht aus. Vorher sind wir wirklich einfach hier reingerannt und haben einfach kurz bevor wir geflogen sind, alle Kisten reingemacht. Jetzt haben wir verschiedene Zettelchen dran gemacht und dadurch wissen wir schon mal, was so drin ist. Wir haben es auch versucht, thematisch alles so gut wie möglich beieinander zu sortieren. Jetzt bin ich nur noch an einem Karton, damit ich alles finde, was ich brauche fürs Shooting. Und was wir noch so mitnehmen zum Skifahren. Unsere ganzen Skisachen. Wir können uns wie immer nicht entscheiden, Snowboard oder Ski. Deswegen nehmen wir hoffentlich beides mit, wenn beides ins Auto reinpasst. Denn wir haben nämlich hier auch noch ein Kajak und ein SUP von uns. Das lagern wir mit Schweiz, damit es auch über die Saison hinweg vielleicht genutzt werden kann von meiner Mama oder von Nico. Und dann, wenn wir dort sind, dass die wahrscheinlich keiner hören, dass wir es dann direkt nutzen. Deswegen bleibt es dann direkt dort. Und hoffentlich passt in das Auto. Ein kleiner Totalausfall, Leute. Totalausfall. Wollten wir nicht in die Stadt? Ja, das war echt so, was hatte ich noch nie. So schnell. So viel. Vielleicht war es doch Stress, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, warum hat es mich so? Habe ich deinen Stress mit aufgegessen? Das kann sein, bei mir geht's gut. Krass, vielleicht habe ich einfach das alles. Das braucht man ab und zu mal so ein bisschen Ruhe. Das tut gut. Der war ja gut gepflegt. Alles andere kann warten. Mhm. Aber jetzt müssen wir los.
Zurück in der Wohnung ist komplettes Chaos angesagt. Also wir haben jetzt hier mal so ein bisschen was verteilt. Hier sind ein paar Sachen, die wir zum Skifahren mitnehmen. Vieles ist aber auch noch drüben, also wo wir Sachen lagern, damit wir von dort direkt das Auto packen können. Hinten sind auch Dinge, die wir mit im Auto nehmen müssen. Hier ist auch ein ganz schönes Chaos, weil ich eben gerade so ein bisschen umsortiere. Also das sind unsere Styles, die wir morgen shooten werden. Und da hinten habe ich jetzt auch schon mal Kosmetika und Co. einsortiert, was zum Waschen. Ich bin schon bettfertig. Es ist nämlich auch schon 3 Uhr nachts. Also ich war ja vorhin komplett weg. Ich hatte das irgendwie schon, also ja, ich habe schon von halber Ewigkeit mal gehabt. Meine Tante hat gesagt, vielleicht war es ein Migräneanfall. Das kann ich mir auch vorstellen, weil das kam schon relativ schnell. Ich hatte sowas vor zig Jahren schon ein paar Mal und bin dann ganz froh, dass ich darunter nicht mehr gelitten habe. Ich hoffe, dass es das jetzt auch eher so eine einmalige Sache war, aber mir ist auch schon echt richtig, richtig übel geworden vor den Kopfschmerzen, weil das halt schon echt viel war. Und dadurch, dass ich vorhin dann daraufhin 2 Stunden gepennt habe, war ich jetzt relativ fit und habe mich jetzt erst bettfertig gemacht und konnte halt vorhin nicht so viel vorbereiten für das Shooting, für den Skiurlaub und. Und dementsprechend komme ich jetzt erst dazu. Und ich muss auch sagen, eine Sache, die halt echt so, finde ich, der absolut größte Nachteil ist an der Art und Weise, wie Dame und ich momentan sozusagen leben, dass wir halt eben keine feste Wohnung haben, ist das ganze Hin- und Hergepacke. Und im Defi ist das wirklich gar kein Problem. Da geht das total klar, weil wir da so unsere fixen Sachen haben. Aber hier jetzt in der Kombination ist schon echt anstrengend. Ist ein bisschen schwierig, wenn man dann nicht so einen festen Plan hat. Also von daher, das ist so der größte Nachteil dran. Ich bin echt müde heute. Mhm. Vielleicht hätte man gestern nicht bis 3 Uhr wach bleiben sollen. Die geht so gut. Ich habe einfach stundenlang einen Tarif gesucht. Wir brauchen einen All-Net-Tarif fürs Handy. Monatlich kündbar, auch in der Schweiz gültig. Mit einer kurzen Kündigungsfrist, also nur einen Monat. Und ich möchte nicht 200 Euro dafür bezahlen. Okay, vielleicht war auch einfach die Idee schon. Simbalaballe. Ich habe 3 Stunden gesucht. Was überraschend ist, die Schweizer Tarife sind trotzdem insgesamt 1000 Mal günstiger als die deutschen. Da kostet es 34 Euro im Monat mit einmonatiger Kündigungsfrist. Das Problem ist, dass wir eine eSIM brauchen. Boah, eine eSIM. Das reicht jetzt nicht, wenn wir nur die SIM-Karte haben. Shit. Das früher organisieren sollen, wo so wie es Mama hierher gekommen ist, hätte einfach alles mit hochnehmen können. Aber immer so viel das auf im letzten Moment machen, klappt halt nicht immer alles. Frisch geduscht kann es gleich zum Shooten gehen. Ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar gab es sowas in die Richtung schon mal und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, das hier nochmal auch im Vlog zu erwähnen. Also es gab hier einen Kommentar. War so ein Ding gefallen? So. Hebe ich gleich auf. Es gab hier einen Kommentar und zwar bei Instagram. Ich bin jetzt erstmal raus aus dieser Nummer bzw. der anfangs vielversprechenden Idee. Einem sehr gut ausgebauten Landy, der auch sehr gut dasteht auf seiner eurer Reise durch Südamerika zu verfolgen. Das ist für mich Neuland und ich erhoffte Inspiration und praktische Tipps, eingepackt mit Landy Outdoor-Leben mitzunehmen. Leider entwickeln sich für mich hier außer der obligatorischen Touri-Destination Ansichtssache zu viele Nebenschauplätze, zu viel Mode, Schminke und Co., Tankstellencamping und Airbnb. Jetzt ist man, seid ihr zwischenzeitlich nicht mehr on the road, sondern verbreitet plötzlich Werbung für PV-Anlagen auf Schickimicki-Immobilien. Sorry, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Gute Reise weiterhin. Adios, amigo. Warum ich das Thema anspreche, also ich habe darauf geantwortet und habe auch gesagt, hey, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, unser Leben ist keine geskriptete Netflix-Serie. Wir leben und nehmen euch sozusagen in unserem Leben mit. Und ich weiß zum Glück, dass auch vor allen Dingen hier auf YouTube, ihr folgt uns zum Teil schon so lange, ihr wisst ganz genau, wie das sozusagen abläuft, dass wir uns nicht verbiegen werden oder irgendwas so organisieren werden, dass das halt ein sinnvolles Skript ergibt und irgendwie die meisten Spannungsbögen hat und dann halt irgendwie, ja,
wie halt so eine Serie, dass es halt ja geschichtlich Sinn macht. So ein Leben macht halt oft keinen Sinn und man entscheidet spontan um oder entwickelt sich um. Und ich glaube, das, was ja uns auch schon immer ausgezeichnet hat, waren die vielen, vielen verschiedenen Interessen, die wir haben. Und deswegen wird es auch weiterhin Schminke geben. Es wird weiterhin Mode, Schminke und Co. geben. Ich glaube, was viele nicht vergessen dürfen, Vloggen ist wirklich so real, face to face und so. Es ist mein Leben. Also das, was ich ja auch erzähle, wenn ich sage, dass ich XYZ scheiße finde, das sehen genauso gut auch Familie und Freunde. Und ich finde, dass das, was ich hier sage, das muss ich auch in meinem Privatleben sozusagen, es ist ja eben mein Privatleben oder von Damien und von mir, das muss ich auch vor mir rechtfertigen können und mir noch abends in den Spiegel schauen können und sagen können, ja, das, was ich hier online gesagt habe, gleicht sich einfach mit dem, was ich auch offline sagen würde. That's the difference. Reality-Show würde ich ja auch nicht sagen, das ist ja auch nicht. Es ist halt eben keine Show, sondern es ist halt einfach das echte Leben. Ja, das wollte ich dazu noch sagen. Das Chaos hier muss jetzt heute noch nach dem Duschen auf jeden Fall beseitigt werden. Gleich geht's nämlich shooten. Und ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Wie gesagt, ich lasse euch den Löwenanteil-Link einmal unten in der Infobox. Klickt da sehr gerne rein. Und dem Code mit dem 15% Rabatt bis zum 9.4., der ist auch drin. Danach gibt es ja 10% Rabatt. Ich lasse euch hier auf jeden Fall den letzten Vlog da. Könnt ihr selber reinklicken. Hier vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sind kurz vor den 100.000. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis bald. Tschüss.